Expertin im ZDF. Ich möchte, dass du zu mir ziehst. Was auf dem Karton draufsteht, lass es die Profis machen. Nicht in diesen Ton, mein Junge! Soll ich mal? Ja, das wäre wirklich sehr nett. Stefan hat recht. Lass halt die Profis machen. Junge, Junge, das ist ein Riesenwagen. Sowas könnten wir auf dem Hof gut gebrauchen. Mir ist er fast schon ein bisschen zu groß. Großes Dienstgebiet, großer Dienstwagen. Hm? Sina, was hier? Stefan, hier. Habe ich im Keller gefunden. Nein, das hat Markus für uns gemacht. Wir wollten es immer über die Tür hängen, aber sind nie dazu gekommen. Nimm es mit. Das Forsthaus ist da, wo du bist. Nein, das gehört hierher. Gib her. Wir hätten einen Mogli vor dem Umzug einfangen sollen. Für eine Katze ist so eine Unruhe einfach zu viel, verstehst du? Ja, warum sagst du das jetzt? Ja. Mogli! 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 Stefan! Ja? Die Möbelpacker sind soweit. Ich komm gleich. Ich hol Lukas. Okay, super. Ich geh nicht ohne Mogli. Sobald wir den Umzug hinter uns haben, kommen wir zurück und holen ihn. Nein! Doch, Lisa. Meine Geduld ist jetzt wirklich am Ende. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass du unglücklich bist, dass wir hier wegziehen. Aber ich schwöre dir, es wird dir gefallen am Ammersee. Ich such sie. Und der Wolfgang und der Josef helfen mir. Spätestens, wenn sie Hunger kriegt, kommt sie zurück. Ich kann ja verstehen, dass sie sich versteckt. Ich auch. Lisa, bitte. Die beruhigt sich schon wieder. Fragt sich nur wann. Jetzt ist es soweit. Ruf an, wenn du Hilfe brauchst. Na klar, das mach ich. Hey, kleiner Mann, komm her. Na, komm her. Juhu! So, sag nochmal Tschüss. Ja, gib mir ein Bussi. Oh, fein. Sag Tschüss, schönes Haus. Bringen wir es hinter uns. Wenn was ist. Ich weiß. Danke für alles. Mensch, Stefan, bisschen Frühsport hat gut getan. Besonders dir. Ja. Stefan. Du fährst mir hinterher? Ich kann nicht. Was? Also nicht sofort. Ich muss mich noch mit Dr. Mödinger treffen, wegen der Übernahme der Praxis. Ja. Sein Anwalt hat nur heute so kurzfristig einen Termin. Ich beeil mich. Okay. Muss nur absperren. Auf zum Ammersee. Thank you.
kleiner Rücker. Dani! Hey! Wie kommen wir denn zu dieser Ehre? Ich habe meinem Professor gesagt, das Studium muss erst mal ruhen. Die Familie zieht um. Schön, na komm. Bist du jetzt eigentlich schon fester? Ah, leider nicht. Ich glaube, das dauert noch ein paar Tage. Lisa, das ist deiner. Komm, schließ auf. Nee. Na, jetzt mach schon. Schau dir dein Zimmer an. Also deine schlechte Laune geht mir echt auf den Zeiger. Halt, du bleibst hier. Deine Hundehütte bauen wir später auf. Lisa wirkt aber nicht gerade glücklich mit dem Umzug. Nicht gerade glücklich. Die ist total mies drauf. Ich hol mal Lukas. Das ist also dein neues Zimmer? Ja, scheint so. Ja, klein, aber fein. Sehr klein und überhaupt nicht fein. Ach, so ein Quatsch. Ist genauso groß wie dein altes. Ich sag jetzt den Möbelpackern Bescheid, dass sie die Sachen hier reinbringen sollen, okay? Und vielen Dank für deine Hilfe. Jeden starken Mann gebrauchen. Ist doch klar. Und Lisa, gib uns mal eine Chance. Tu ich ja. Nein, das tust du nicht. Woher willst du das wissen? Du bist meine kleine Schwester. Ich glaube, ich kenne dich ganz gut. Also, dann lass uns dein karges Kämmerchen mal einrichten. Mogli, Mogli, komm zu Papa, komm zu Papa, komm zu Papa. Mogli. Mogli, komm zu Papa, komm zu Papa. Ja. Da würde ich auch abhauen. Weißt du was Besseres? Liebe geht durch den Magen, schon mal gehört? Auch bei Katzen. Ja. Dann lock sie mal an, aber ohne mich. Ich weiß, wie sehr du die Kinder vermissen wirst. Hat der Lukas vergessen? Ich rede mit Josef. Und wir werden alles dran setzen, dass wir Lukas und Lisa würdig vertreten. Um Gottes Willen. Ihr zwei seid doch schlimmer als jedes Kind. Wir sind besser als die. Danke. Weil du mich immer wieder zum Lachen bringst. Wolfgang, schau mal, Mogli ist zu Papa gekommen. Ja, so ein gescheiter Mogli.